Dass wir Nazis sind oder so, ja. Ich weiß, dass Kabarettisten anfangen, bekannte Kabarettisten aus Deutschland. Ja, der Alfred Dorfer und Österreich zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber es gibt zum Beispiel diesen Christoph Siebert, der sich sogar gemeldet hat bei mir, der hat meine Rede gesehen in Berlin, hat mich angeschrieben, hat mir dazu gratuliert, hat geschrieben, er befasst sich schon lange mit den Mahnwachen und über kurz oder lang werden dann auch die richtigen Leute zu uns dazukommen. Ja. Das soll nicht heißen, dass die richtigen Leute nicht da sind, ja, weil das sind wir sowieso. Ja. Wer zu spät kommt, bestraft das. Ja. Und ich finde aber auch, dass man auch denen, die uns wirklich diffamiert haben, die uns beleidigt haben, dass man vielleicht noch denen eine Chance gibt, dass sie irgendwie einen Anschluss finden und dass man nicht sagt, ihr habt das und das aber gesagt. Ja. Aber es ist gut. Ja, bitte. Von Berlin oder diese Rede? Nein, es ist schon wieder andere Zeit. Das ist ja schon eine andere Zeit. Es ist schon wieder alles andere. Andere Tagesenergie, genau. Das war ja sein. Schau, aber es kann nicht gleich getan. Habe ich auch schon gemacht. Das wäre nicht so, dass ich das noch nie gemacht hätte. Aber ja, Stefan, was ich nicht verstehe, da war ja eine große Feier. Da waren ja hochoffizielle, da waren ja wahrscheinlich Tausende, oder? Ich glaube, Zehntausende. Ja, aber wo war dann dieser Fritz dann? War das ganz eine andere Stunde? Oder? Nein, das war, eigentlich war das alles in einem Umkreis von nein, nicht 200 Meter, aber so ein Quadratkilometer. Frankfurter Tor, dann das Regierungsviertel und dort waren halt die Demonstrationen aus. Es waren halt ihre Fritz-Nazis da. Ich meine, klar, die hatten Schiss, ja, weil die haben gedacht, da kommen Hooligans und Nazis. Jetzt und auch Berlin zusammen, waren auch da, aber ganz wenige. Warum dann ausgerechnet so wenige Veranstaltungen waren? Weiß ich, ja genau. Das andere Aha-Erlebnis, was ich hatte, ich bin mit dem Zug gefahren nach Berlin, mit dem Schlafwagen und mit mir ist eine Studentin aus Berlin mitgefahren, die in Wien Praktikum macht. Ja, und wir sitzen halt, die studiert nachhaltige Entwicklung, glaube ich. Und wir unterhalten uns halt so und was sie macht und hin und her und dann fragt sie mich, was ich mache und ich sage, ja, ich bin Schauspieler und dann sagt sie, was machst du in Berlin? Dann habe ich mich schon angefangen zu winden, ja. Wie soll ich das sagen? Ich bin bei dem Friedensmahnwachen, ja. Die hat sicher Angst, wenn sie sich dann der Schlafabteil mit einem Nazi teilt. Also habe ich schon nicht gewusst, was ich sagen soll. Und dann sage ich, ja, ich fahre da ist ein Friedensdemo von dem Mahnwachen und ich bin dort als Redner eingeladen. Und dann sagt sie, was ist denn das, Friedensmahnwachen? Die weiß gar nicht, was es ist. Ja. Und das ist eigentlich, und das war ein Aha-Erlebnis, was unsere Wahrnehmung betrifft. Ja. Und dann war ich halt der 9.11. in Berlin und ich mache diese Rede und dann kommt eine Frau zu mir und sagt, war so schön, wer sind Sie und was ist das hier? Und ich sage, na, von der Friedensmahnwache. Und sie, ja, was ist das? Die Friedensmahnwache. Ich wusste es auch nicht. Ja. Das heißt, wir leben auch ein bisschen in einer Blase. Ja. Wir gehen davon aus, die Leute wissen, dass es uns gibt. Gerade vorhin war ein Journalist von den Salzburger Nachrichten da, hat gefragt, was das ist. Dann sage ich, Friedensmahnwache. Dann sagt er, ja, was ist denn das? Friedensmahnwache. Ja. Also, vielleicht sollten wir schauen, dass wir da auch wieder ein bisschen rauskommen aus dieser Blase und uns auch mit Leuten austauschen, die mit uns noch gar nichts zu tun haben.